Carmina Burana ist der Titel einer szenischen Kantate von Karl Orff aus den Jahren 1935-1936. Die Texte in mittellateinischer und mittelhochdeutscher Sprache sind den Carmina Burana entnommen, einer Sammlung von im 11. und 12. Jahrhundert entstandenen Lied- und Dramentexten. Karl Heinrich Maria Orff, geboren am 10. Juli 1895 in München und am 29. März 1982 eben da verstorben, war ein deutscher Komponist und Musikpädagoge. Sein bekanntestes Werk ist die szenische Kantate Carmina Burana, die zu einem der populärsten Chorwerke des 20. Jahrhunderts wurde. Und eben diese war am 22. Juni und am 23. Juni im völlig ausverkauften Veranstaltungs-Stadl-Radl in Franzendorf zu erleben. Es war ein Erlebnis im wahrsten Sinn des Wortes, ein Konzerterlebnis, welches man nicht vergisst. Der Kirchenchor Franzensdorf unter der Leitung Daniela Ondrowczyk, der Kinder- und Jugendchor Franzensdorf unter der Leitung von Elke Nagel, Muckperkussionwien unter der Leitung Harry Demmer sowie Sopran Magdalena Severin und Tenor Sebastian Taschner, Studierende bei Universitätsprofessorin Dr. Elke Nagel, verschmolzen zu einem Kunstgenuss vor höchster Qualität. Zuerst einmal muss ich sagen, ich bin entzückt. Also es war wirklich eine fantastische Leistung. Und wir haben es vorher schon privat besprochen, wir sind wirklich in sehr vielen großen Häusern, aber das steht nichts hinten auf. Das war wirklich fantastisch. Und was mir da so gefallen hat, man merkt das Herzblut. Vielen Dank. Nein, es ist schon in Franzensdorf ist ein relativ kleiner Ort und man denkt sich immer, Kirchenchor Franzensdorf, was kann das werden? Ja, aber ja, ich glaube, die Leute sind immer wieder erstaunt, wie viel wir hier auf die Bühne bringen können. Es steckt natürlich viel Arbeit, viele Stunden an Arbeit dahinter, viele Leute, die hier mithelfen, ehrenamtlich natürlich. Und ja, und durch das ist das eigentlich auch das Herzblut dabei und wir machen das einfach sehr gerne und ja, es ist einfach fest. Thank you.
Karl Orff ist ja nicht unbedingt was Leichtes, nicht? Und vor allem gerade das Stück, also das ist ja wirklich episch und alles in einem. Das stimmt. Harry Demmer ist letztes Jahr auf mich zugekommen und hat gemeint, ja, wir könnten das machen, also mit 24 Schlagzeugern. Wann kriegt man so viele Schlagzeuger auf so hohem Niveau mit den Instrumenten? Also das Equipment ist ja auch gar nicht leicht zu kriegen eigentlich. Und ja, ich bin sehr naiv und habe gesagt, ja, wieso nicht? Carmina Burana kennt man, ja, machen wir das. Ja, das war dann doch sehr schwer. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut über die Bühne gebracht und ja. Ja, mit den Kindern, also das war zusätzlich nur einmal das... Ja, also es rennen viele Säulen zusammen, dass das heute so steht, wie es ist. Also viel im Hintergrund wird gearbeitet, ja. Eben der Kinderchor wird betreut mit Elke Nagel, Harry Demmert mit den Studenten, ja, der Mario Nentwich mit den Schülern. Also es rennen da wirklich ganz viele Komponenten zusammen, dass das hier so auf die Bühne gebracht wird, ja. Ist jetzt irgendwo der Stein hinuntergefallen? Der große Stein. Das war, glaube ich, ein Felsen, oder? Das war ein ordentlicher Felsen, ja. Ich bin noch immer sehr angespannt, noch immer sehr ergriffen von der ganzen Situation und habe so eine Freude, dass der gesamte Kirchenchor mit so viel Herzblut dabei ist. Mit so einer Freude und das macht ganz einfach Spaß. Das war wirklich, also jede Minute, da war wirklich eine Erfüllung. Und man hat es gesehen, es war mucksmäuschenstill, außer zwei, wo zwei, ich glaube, ein Kind versucht hat mitzusingen, aber das ist echt gut. Ne? Ja, das sind die Talente von übermorgen dann vielleicht, das waren recht kleine Kinder. Ja, ich muss nochmal sagen, nochmal Gratulation, es war wirklich fantastisch, es war ein absoluter Hörgenuss und wir sagen, ich bin gerne beim nächsten Mal wieder dabei. Sehr gerne, ja. Vielen Dank. Dann sage ich recht herzlichen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Thank you.
Thank you.
Dank sagen. Vorweg vielen herzlichen Dank an die Familie Radl, die uns nicht nur Halle und Hof hier als Veranstaltungsstätte zur Verfügung stellen, sondern auch selbst so viel Arbeit aufwenden, damit dieses Konzert überhaupt hier in diesem Rahmen stattfinden kann. Vielen, vielen herzlichen Dank. Geholfen haben, so ein Projekt überhaupt in diese Dimension hochziehen zu können. Vielen Dank an dieser Stelle. Ein ganz herzliches Dankeschön geht auch ganz nach hinten in die letzte Reihe. Danke an Alexander Schäuber, stellvertretend für die gesamte Ton- und Lichttechnik, hat wieder großartig funktioniert. Danke. Den jungen Nachwuchssängerinnen und Sänger des Kinder- und Jugendchors Franzisdorf unter der Leitung von Elke Nagel, die da ganz hinten steht. Ein herzliches Danke auch den wundervollen Solisten Magdalena Severin, Sopran, Simon Xaver, Bariton. Sie beide sind Studierende bei Elke Nagel. Das habe ich gestern leider vergessen zu erwähnen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie ganz besonders stolz ist auf die beiden, auf ihre Studierenden, nach so einer großartigen Leistung. Herzlichen Dank an Alexander Meyer, Tenor, er ist Kollege von Elke an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Konstantin, herzlichen Dank. Danke den Studierenden der Musik und Kunst privat und mit der Stadt Wien, dem Ensemble Mug Percussion Wien unter der Leitung von Harry Debra, der hier an den Pauken sitzt. Steht jetzt mal alle auf. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen.